Wie wäre es mit einer Portion Jens Olesen? Jens Olesen, kennen Sie alle, ne? Das ist unser TV-Liebling vom WDR. Der Mann, der keine Fehler macht, sondern er erfindet halt Wörter neu. Eigentlich spricht er mittlerweile eine eigene Sprache, so wie die hier. Die vom Aussterben bedrohten Haubentierchen. Hauben? Lerchen. Lerchen. Haubenlerchen. Sollte man besser kennen. Die sollten geschützt werden. Riesendiskussion um diesen Katzen-Lockstown bei Tierschützern. Ich find, der zieht es einfach durch. Jeder normale Mensch würde Katzen-Lockdown sagen. Ja, klar. Nicht aber Jens Olesen. Der zuckt einfach mit der Augenbraue und es kommt was Neues bei raus. Ja? Auch ein schöner Olesen, er hier. Helene Fischer am Haken schwebt per Schwenkkran übers Publikum. 130.000 waren am Wochenende dabei bei strömendem Regen. So, und da muss man sagen, ja, er hatte schwebenden Schwenkkran einwandfrei hinter sich gebracht und dann bei strömendem Regen voll verkackt. Vor allem versuchen Sie mal, strömendem Regen zu sagen. Der ist der Meister Yoda des Versprechens. Das ist für uns die absolute Nummer eins. Und ganz aktuell hat er auch wieder einen rausgehauen. Und zwar ging es da um die Betrugsvorwürfe in der Schachwelt. Haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, ne? Da hat einer wohl mit ferngesteuerten Analperlen gemogelt. Wie kommst du auf die Idee? Sitzt du zu Hause und denkst, zweimal vibrieren heißt Läufer auf E6. Und weiß ich nicht. So, aber Jens Olesen hatte eine ganz eigene Version dieser Meldung. Der Norweger Magnus Carlsen ist ein Superstar am Brett, Schachweltmeister, in der Regel lässig, cool, auch wenn er unter Druck steht. Doch jetzt schweben Betrugsvorwürfe durch die Schachwelt. Es herrscht Aufruhr. Es herrscht Aufruhr. Schachhaftzeiten, ja, soll er sich mal konzentrieren. Er war so nah dran, das ist das Schlimme, ne? Du hörst jetzt immer an, denkst, ach, das war der Versprecher, und hintenrum kommt noch was viel Schlimmeres. Und er zieht's durch. So, ich will Sie aber auch warnen, weil das sind natürlich alles Original-Olesens. Für diese Sachen lieben wir ihn. Es sind aber auch Fälschungen im Umlauf. Und das empfinden wir als Skandal. Hier dieser Moderator der BR-Abendschau klaut rotzefrech den Style des Meisters. Also man glaubt's gar nicht, aber seit ein paar Tagen sind mir Fruchtfliegen direkt sympathisch. Forscherinnen und Forscher in den USA. Skandal! Ganz üble Fälschung. Ey, schlimmer als Adidas mit zwei Streifen. Oder Nike mit M. Das wäre dann Nike. Eigentlich eine geile Modemarke, ne? Und selbst der Bundeskanzler versucht sich in Olesens. Ja, vergessen Sie den Cum-Ex-Skandal. Das hier, das ist frech. Viele sorgen sich wegen der stark steigenden Preise. Viele spüren die Inflation beim Einkaufen im Supermarkt, an der Tankstelle, bei der Heizkostenabrechnung. Wer kennt sie nicht? Ja. Die berühmte Heizkostenabrechnung. Wir werden alle kotzend in unserem Heizungskeller stehen und sagen, was? So teuer? Herr Bundeskanzler, hören Sie auf, Olesens zu machen. Das darf keiner. Ne? Und nur einer darf im deutschen Fernsehen kotzen sagen. Und das ist Manni Ludolf. Das sind 364 Kotzkindergeschichten. Bis heute verstört mich der Ausschnitt. Weil was sind Kotzkindergeschichten? Kinderkotzgeschichten würde ich ja verstehen, aber was sind Kotzkindergeschichten? Ist das eine Art des Gebärens? Ja, schon wieder ein Kind. Ich weiß es nicht.